Also ich bin, glaube ich, auf jeden Fall ein Großstädter. Ich bin zumindest sehr gerne und ich lebe auch in einer Großstadt, weil ich die toll finde und das auch genießen möchte. Aber ich finde, es ist eben genau diese Schwelle zwischen Natur, zwischen Runterkommen. Es ist wirklich egal, was für eine Stimmung man hat. Man kommt hier an und innerhalb von einer Viertelstunde ist man in diesem Urlaubsgefühl. Es gibt ja ganz viele kleine, tolle Wohnräume. Man kann ja noch auf viel, viel kleinerem Wohnraum wohnen. Ich glaube, alles, was man sich eigentlich auch ein Stück weit als Luxus, denke ich, wünscht, hat man hier beieinander. Und vor allen Dingen hat man natürlich einfach ein unglaubliches Setting. Also ich habe Wohnungen gesehen, die haben 300 Quadratmeter und da war keine Ecke, wo man sich zu Hause gefühlt hat. Und ich habe Räume gesehen, die waren keine 15 Quadratmeter und haben sofort eine Gemütlichkeit und ein Zuhause ausgestrahlt. Also es sind so viele nette Funktionalitäten, die einfach von dem Architekten Bertjan Diphorn, der das ja gebaut und erfunden hat, mitbedacht wurden. Ich glaube aber, dass in dieser Radikalität zu tun, wie er es hier getan hat, wenn man sich das hier anschaut, das ist ja wirklich ein Designobjekt in allen Elementen. Also er hat wirklich nicht nur die Funktionalität eines Schiffes nach vorne gestellt, sondern hat gesagt, ich möchte eigentlich einen Lebensraum, ein Lebensgefühl schaffen und er hat es geschafft. Ja? Und es hat wirklich alles. Wenn man hier ist, merkt man einfach, was Berlin wirklich mitten im Zentrum zu bieten hat. Und trotzdem habe ich drumherum Schilf, Natur, unglaublich viele Vögel, Reiher, Schwäne, Enten und auch ein paar Plastikboote.